VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Also ich denke, vor dem Spiel sind wir mit dem Punkt zufrieden, in Duisburg ganz klar gegen die Bayern geführt, aber nach dem Spielverlauf müssen wir hier 3 Punkte mitnehmen. Waren, ja, die beste Mannschaft phasenweise hatten die klaren Chancen und ja, dann gewinnst halt bei einer Mannschaft wie Duisburg nicht, aber letzte Woche schon das gleiche Spiel heute wieder und es ist ärgerlich, aber trotzdem können wir auf unsere Leistung stolz sein, die wir heute gezeigt haben. Und die Chance, was wir heute hatten, nicht nur Mika jetzt in der letzten Sekunde, auch in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit sehr viele Chancen gehabt. Im Nachhinein, okay, wir waren 1-0 zur Halbzeit zurück, aber dadurch, dass wir dann das Spiel drehen und auch den Sack zumachen können, ist es schon bitter im Nachhinein. War sehr beeindruckend, die Moral, die Mannschaft hat die ganze Zeit ihre Linie auch gehalten, auch nach dem Rückstand und weitergefaltet. Ne? Auf jeden Fall, weil wir haben uns in der Halbzeit viel vorgenommen und wir waren extrem heiß. Von daher wussten wir, dass wir zurückkommen können und haben es auch getan. Und wir wissen einfach, wie stark wir sind und das hat sich heute, haben wir heute auf dem Platz gezeigt. Und wir sind noch zu viel fähig. Definitiv 2 Punkte ja, liegen gelassen, leider. Wir haben, glaube ich, das Spiel meiner Meinung nach fast 19 Minuten, ja nicht dominiert, aber auf waren 19 Minuten die bessere Mannschaft. Ich glaube, die hatten nicht viel mehr Torchancen wie die 2, die sie hatten. Die haben es leider gemacht. Und, ja, wir waren leider ein bisschen ja, nicht so ganz so effektiv und haben ein paar Chancen liegen gelassen. Und, ja, es hat immer so eine Kleinigkeit gefehlt. Es ist ja schwer nach dem Spiel jetzt so. Jetzt aus 2 Spielen 2 Punkte geholt zu haben, obwohl es eigentlich hätten 6 sein können. Aber ich glaube, wir müssen als Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir müssen einfach sagen, ja, wir haben 2 Punkte gegen 2 absolute Spitzenmannschaften aus der 3. Liga gemacht und darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Und gerade auf der Leistung lässt sich aufbauen. Der Torjäger Gerrit Wehkamp heute als Vorlagengeber gleich mit 2 Traumpässen, die dann zu den Toren geführt haben. Ist das eine neue Qualität? Ja, ich sag manchmal zu den Mittelfeldspielern, manchmal ist es für mich leichter, wenn ich die Bälle in den Fuß kriege, dass ich mich aufdrehen kann, weil die Innenverteidiger, die spekulieren auch immer auf den langen, hohen Ball, weil ich mit meiner Körpergröße die verlängern kann. Aber manchmal ist es dann einfacher, wenn ich den langen Weg antäusche, kurz komme und mich aufdrehen kann. Dann habe ich natürlich mit Matze einen brutal schnellen Spieler, der da reinlaufen kann. Und wenn ich dann den richtigen Moment erwische, dann war mir eigentlich schon klar, dass der Matze den diesmal auf jeden Fall sicher reinmacht. Ja. Ja, ich denke, das ist insgesamt von beiden ein sehr interessantes, sehr gutes Spiel gewesen ist, wo beide Mannschaften alles rausgehauen haben. Die Art und Weise, wie wir gegeneinander gespielt haben, war sicherlich unterschiedlich. Aber ich denke, dass so als Resümee der Punkt für uns natürlich okay ist. Das denke ich mal. In der ersten Halbzeit war es halt so, dass ja, ist okay in Führung, aber wir haben sind in der Halbzeit ruhig geblieben und haben schon damit gerechnet, dass wir auch noch dann den Ausgleich machen können. Gehen dann sogar in Führung, kriegen dann einfach zu schnell das Ausgleichstor und ja, da war nochmal richtig Druck in der Bude da und das war klar, dass dann nochmal Duisburg wirklich mit allem, was da ist, versucht, dann auch den Sieg zu erzielen. Wir haben dann noch in der 91. oder 90. Minute dann diese Riesenchance, die der Mika Viala aber leider nicht zu Ende spielen kann, weil er immer langsamer geworden ist. Er hat 90 Minuten den Knochen, ist dann immer von außen ärgerlich, aber es ist dann auch so eine schwierige Situation, das Tor dann zu machen. Ich denke, unterm Strich sind wir hier mit dem Punkt zufrieden. Auch wenn man dann in der 90. Minute so eine Chance nochmal eben bekommt, in Anführungsstrichen so einen kleinen Elfmeter aus dem Feld. Den konnte man nicht nutzen, aber insgesamt denke ich, wenn wir hier in Duisburg unentschieden spielen, ist das für uns okay. Danke. Ja, danke Peter. Ich bleibe auch wie so bei dir. Ich habe auch das Spiel so gesehen. Wir haben auch natürlich heute gewollt, unbedingt das Spiel zu gewinnen und wir waren aber irgendwie so verkrampft. Wir haben auch nicht das gespielt, wie wir auch gerne haben möchten und was wir eigentlich können. Gut ist, dass wir auch natürlich heute 2 Tore erzielt haben. Jetzt ist keine mehr Kopfsache. Wir haben auch selber gesehen, wie schwer war mit dem ersten Tor. 3-4 Mal haben wir versucht, und erstmal den Ball über die Linie zu drücken. Und dann natürlich auch zweite Halbzeit nicht so ruhig, wie auch haben möchte. Und trotz der Möglichkeiten und unsere Wille nach vorne zu spielen, haben wir auch vergessen, eine Sache richtig gut zu verteidigen, wie wir bis jetzt eigentlich das gemacht haben. Und
Meiner Meinung nach haben wir auch zwei einfache Tore heute bekommen. Erste natürlich gut ausgespielte Kontra, wo wir auch in diese schwere Situation haben uns nicht richtig entschieden, ob wir Moritz in Abseits lassen oder mit ihm zu laufen. Und auch natürlich geht er richtig schnell und haben wir Tor bekommen. Und zweite waren wir deutlich in Überzahl und waren wir meiner Meinung nach sehr statisch bei dieser Situation, wo wir auch ein Tor bekommen haben. Danach, am Ende, haben wir eigentlich das gespielt, wo ich auch sehen möchte, natürlich nicht mit gewisser Ruhe, aber trotzdem mit viel Risiko, mit viel mehr Engagement, mit viel Leidenschaft und Selbstvertrauen. Ich verstehe nicht, warum wir das auch bei 1-1 oder bei 1-0 für uns nicht geschafft haben, so zu spielen. Und ja, am Ende natürlich haben wir auch zweites Tor gemacht, 2-2. Dann haben wir ein, zwei gute Möglichkeiten gehabt, fairerweise haben am Ende auch eine Chance gehabt. Und deswegen ist es auch unentschieden, meiner Meinung nach, berechtigt. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.